Herzlich willkommen zurück zu Papers, Please, dem Grenzposten-Simulator. Um den sind zuletzt stehen geblieben. Tag 8 kommt jetzt, oder Tag 8 war gerade, weiß ich gerade nicht so genau. Collection Letter Files Complain. Claims Unproved. Unprovocate. Was? Unprovocate Border Searches Violate Rights. Und Sports, Entertainment. Nichts wirklich Wichtiges. 30. November 1982. Da haben wir wieder unsere Grenzpostenleute hier, die beiden links auf der Seite und die drei rechts. Die Collections haben eine Beschwerde ausgefüllt, ein Beschwerdeformular eingereicht. Ein Diplomat wird heute zu hochgradigen Diskussionen erscheinen, anreisen. Automatic Search of Collections sind es Anordnungen. Okay, also automatisches Durchsuchen von Collections sind nicht mehr erlaubt. Diplomaten brauchen nur ein Passwort und das richtige diplomatische Autoritätszeichen. Ja, beziehe dich auf das Regelbuch, bla bla bla. Ja, schauen wir gleich mal im Regelbuch nach. Documents, Diplomatic Authorization. Und da sind die Zeichen, glaube ich, hier irgendwo. Okay. Das Zeichen brauchen die also. Das Dokument must have a seal. Ansonsten ist hier wieder ganz normal keine Collections mehr nachgucken. Das ist ja auch rausgenommen worden. Und da würde ich sagen, starten wir doch einfach mal den Tag. Papiere bitte. Diplomatische Diskussionen. Okay, brauchen wir also Andrius Saulis. Das ist korrekt. Collegia Impor. Arzoska, da möchte er hin. Ja, dann schauen wir doch gleich mal nach. Diplomatisches Zeichen. Weiß ich gar nicht, ist das denn das Richtige oder nicht? Das zeigt mir nicht wirklich was an. Regional Map Documents. Diplomatic. Okay, das heißt also, sie braucht für das entsprechende Langkollegia. Dieses Siegel, das ist also korrekt. Können wir ihm wahrscheinlich durchlassen. Yoko City, männlich. Da ist Yoko City. Können wir ihm also einen Stempel aufdrücken und ihn durchlassen. Huh, mein Gott. Kriegen wir Herzrasen, wenn da der Typ durchläuft. Just visiting. Ein paar Wochen. Da braucht er wieder für Arzoska dieses Symbol. Okay, was ist das für ein Symbol, was er hier braucht? Dieses Schild. Oh, das ist ein bisschen kniffliger. Aber das steht ja auch nirgendwo da. Dieses Schild braucht er. Da, Entry Permit. Gut, das auf dem Entry Permit ist das also drauf. Da braucht er jetzt noch für Impor die richtige Stadt. Und zwar ist das Tsunkaido. Da hat er das 13.01.2.83, bla bla bla. Das ist alles richtig. Hennet Takshera. Und ja, kann man eigentlich zulassen. Das ist alles richtig. Und viel Spaß mit deinem Aufenthalt, du kleiner Typ, du. Huh. Ey, da haben wir ja unseren Freundchen wieder. Hallöchen. Das Ding ist aber ziemlich abgelaufen, würde ich mal sagen. ID-Card. Okay, das Entry-Ticket ist aber nicht richtig. Entry-Permit, das war's. Diskrepanz detected. Tickets sind nicht länger akzeptiert. Also. Und tschüss, mein Kleiner. Irgendwann schaffst du es auch nochmal, das glaube ich dir. Komm bitte nicht wieder. Ja. Er wird trotzdem wiederkommen, er wird uns weiter belästigen. Aber immerhin sind es 5 Credits, die er uns jedes Mal gibt. Da habe ich echt kein Problem mit. Transit. 14 Tage, wunderbar. Ich krieg das aber mit dem, das ist Entry Permit, okay. Da haben wir also das Richtige. Moa und das Schild. Christopher Odom, die Seriennummer stimmt, 24.12. Und männlich, Chorister City bei United Federation. Schauen wir mal nach. Chorister City. Chorister City ist also richtig. Und dann können wir ihn auch abstempeln. Und tschüss, weg mit dir. Nächster, bitte.
Ein. Ach ja. Papiere bitte. Cormen Drecks. Ein Name also. Keine Ahnung. Da kam ein sehr seltsamer Typ rein. Sie möchte visiten. Sie möchte 2 Wochen bleiben. Das ist also korrekt. Das ist korrekt. Das Bild passt auch. Sie ist aber bestimmt nicht männlich. Das wüsste ich. What the fuck? Das ist doch kein Mann. Joachim. Na gut, dann lassen wir das einfach mal so gelten. Otterhall, Joachim. 30.8. läuft das Ding erst aus. 19.12. läuft das aus. Das ist also wunderbar. Oder bis dahin läuft es. Shingletown von United Federation. Da haben wir jetzt gleich noch offen. Das passt ja ganz praktisch. Ah, gib mir das Dokument. Nee, mein Buch möchte ich dir nicht geben. Aber das Ding kannst du wieder haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da gerade einen Fehler gemacht. Aber anscheinend nicht. Okay. Cormen Drex ist immer noch der Typ gewesen. 66 Kilo, 1,75 groß. Kraft des Victoria. Die Seriennummer kann ich jetzt nicht checken. 24.04.53. Braucht die nicht irgendwas Besseres? Finders required. Citizens must have an ID-Card. Das ist richtig. Gut, dann. Ah, die Stadt. Die kommt mir nicht bekannt vor. Regional Map. Arzoska. Ja, war klar. Die Stadt ist nicht korrekt. I have no idea what you are talking. Okay, nehmen wir die gleich fest. Da habe ich auch kein Problem mit. Raus mit dir, du olle Zeppe, du. Lass den nächsten herein. Eine Frau. Nonyuan, das ist ein Arzoska. Die braucht natürlich eine ID-Card. Bitte einmal hergeben, das Ding. Sie hat sie verloren. Es tut mir natürlich leid, aber. Weg mit dir. Tut mir leid, aber ohne ID-Card kommst du hier nicht rein. Eine Fräulein, ein Fräulein wieder. Drex Cormen. Cormen Drex ist das olle Stück, was hier durch möchte. East Greston, Female. 11.2.83. Das ist also alles korrekt. 2.12.8. Und dann schauen wir noch ganz fix die Stadt an. Aber Arzoska müsste das, glaube ich, sein. Dieses East Greston können wir also easy durchlassen. Sie hat ja schließlich alles korrekt. Soweit ich das gesehen habe. Papiere bitte. Sie möchte transiten. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Transit und. Dit. Wusste ich doch. Okay, können wir uns ruhig Zeit lassen. Obwohl, nee, eine Stunde haben wir noch. I just passed through. Okay, Irena Baskunov. Weiß ich jetzt nicht, ob ich sie durchlassen soll oder nicht. Ah, kann man aber nicht festnehmen. Ist ja das Doofe. Na gut, lassen wir sie einfach mal durch. Obwohl, Launders bei Obristan. Ich glaube, ich schaffe keinen zweiten mehr. Launders Obristan. Lassen wir sie durch. Können wir uns leisten. Oh, sogar, haben wir sogar durchgelassen. Das ist wunderbar. Boost Upgrade available. Tab Key to toggle Stamp Bar. Nehmen wir uns gleich mal mit. Und schlafenden Ründchen. Das Futter brauchen die erstmal nicht. Top Level Collection exposed as Astors. Astors ganz bei. Missing from post, presumed dead. Okay, irgendein Spion anscheinend. Tja, der Diplomat anscheinend, den wir durchgelassen haben. 1. Dezember 1982, immer noch kein Schnee. Ist ja Wahnsinn. Inspektor, ein Undercover-Agent des Ministeriums der Informationen has been compromised. Expected possible job later today. Okay, da ist also nichts Besonderes mehr. Haben wir irgendwas Neues? Nein, haben wir nicht. Documents haben wir auch nichts Neues. Okay, dann lassen wir die also einfach rein. Und mit Tab kann man jetzt die Stempel raushauen. Da ist der kleine Offizier, der hier draußen stand. Hallöchen, ja, komm mal her hier. Bist du der Spion? Was? Nein. Ich bin der Wächter hier. Mein Name ist Kalensk. Sie haben mir gesagt, ich habe eine gute Position. Wow.
Now they pay me almost nothing. Ja, ich schaue. I get small bonus when you detain people. Das heißt, er bekommt einen Bonus, wenn wir Leute einsperren. Und deswegen, but this is not fair, right? You should get something too. Und dafür, dass er das extra Geld bekommt, bekommen wir auch noch ein bisschen was. Er gibt uns 5 Credits Bonus für jeden zweiten People, den wir einsperren. Das scheint ein guter Deal zu sein. Und er kriegt das Geld, wenn er es selbst bekommen hat. Aber gern doch. So, die Zeit hat nicht mal gestartet, finde ich gut. Heißt also, je mehr Leute wir einsperren, desto besser werden wir dann höchstens bezahlt. So, Transit. Visiting Relatives. Ein paar Wochen schon wieder, können wir doch. Ist doch Transit. Dann sagt es doch, Mensch. Hopia Jana. Das ist korrekt. Transit 18.12.15.05.83. Alles korrekt. Das Symbol ist drauf, das Richtige. Soweit ich das weiß. Ja, und dann können wir eigentlich abstempeln. Wenn wir noch kurz auf der Map nachgucken, Obristan, Londas und dann Stempel einfach mal. Finde ich gut mit den Shortcuts. Erleichtert mir ein bisschen die Arbeit. Jetzt habe ich das Foto gar nicht geschaut. Na gut. Das ist mal gut gegangen noch. Diplomatische Autorisation. Ja, ich habe aber keinen Pass von dir. Gib mal her, Alter. Warum nicht gleich so? Milena Avalot, das stimmt alles. Arzoska Impor. Das stimmt nicht so ganz, oder? Okay, das ist also korrekt. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als erstmal nachzugucken, dieses Symbol. Das ist nämlich ein bisschen diplomatische Autorie. Republia war es, glaube ich. Da, Republia. Das Symbol ist hässlich, aber es ist leider gültig. Cause no trouble. Okay, ich muss das behalten und der okay, also den soll ich behalten und den soll ich da hingeben, wer auch immer danach fragt. Alles klar. Keine Ahnung. Interessiert mich gerade relativ wenig. Er möchte visiten. Er möchte ein paar Tage. Okay, das ist aber nicht ganz korrekt. Kubelays und Monate sind ein bisschen Unterschied. Okay. 12 Wochen ist okay. Das ist okay. Alexia Strout. Female, das ist aber noch eine kleine Diskrepanz hier. Okay. Dass der weiblich ist, das ist natürlich total verständlich. West Greston ist richtig. Und ich glaube, das ist alles korrekt. So, dann stempeln wir ihm einfach mal eins rein. Jetzt habe ich mir das Foto nicht geschaut. Scheiße. Huh, Glück gehabt. Papiere bitte. Er möchte visiten. Er möchte 30 Tage bleiben. Das passt alles wunderbar. Das Zeichen ist korrekt. Die Seriennummer stimmt. 26. Achso, Lesrandi ist die Stadt. Republia. Lesrenadi. Und 26.01.84, 26.12.82 kann man also abstempeln. Sollte wunderbar sein. Und ja. Ich hoffe mal, das ist korrekt gewesen. Total wenig Meldungen bekomme ich hier. Von wegen falsch. Papiere bitte. Deine Papiere. Er gibt mir 10, dann gebe ich ihm einfach mal das Falsche. Also das, was ich ihm geben soll, habe ich ihm gegeben. Die ganzen Papiere legen wir mal links beiseite. Der sieht mir nicht so besonders toll aus. My presence was requested. Obristan Isaac Pokra. Hast du nicht gesehen? Die Seriennummer ist natürlich falsch. Da müssen wir mal ein bisschen nachhaken. What are you talking? Und festnehmen.
You are a fool. Raus mit dir, du Lutscher, du. Ja, bevor wir gleich weitermachen, machen wir kurze Pause und sehen uns gleich wieder.